Einsatz für die Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen. Ein Täter ist auf der Flucht. Männlich, ca. 20 Jahre, 185 cm, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer auffällig rosafarbenen kurzen karierten Hose. Mit der Beschreibung gehe ich doch nicht rauben, sag mir mal. Pilot Marco Sobotta und Flugtechniker Jens Reschke sind in wenigen Minuten am Einsatzort. Kimberly Miller bedient die Kamera und soll den flüchtigen Täter suchen. Wir haben ein Maisfeld umstellt, wo er eventuell drin sein könnte. Er hat im Geschäft Netto gestohlen und hat mit ein bisschen Geld aus der Kasse geklaut. Es geht wohl um ein paar hundert Euro und jetzt spielt er Katz und Maus hier mit der Polizei. Was schauen wir mal, ob wir den finden. Ich weiß nicht, ob er das meint oder dieses. Ach, hier unten, das hier ist auch was. Ja, das ist umstellt, ja. Okay. Ist umstellt, ja. Hier ist dreieckige. Genau. Der Polizeihubschrauber, Rufname Phoenix 96, hilft den Kollegen am Boden. Das wichtigste Einsatzmittel der fliegenden Polizei, die 360-Grad-Kamera. Mit ihr durchsucht Kameraoperator Miller jeden Winkel des Maisfeldes nach dem Supermarkträuber. Ich befürchte, dass wenn er sich flach auf den Boden gelegt hat, aufgrund dessen, dass der Mais über 2 Meter hoch ist, dass wir den nicht sehen. Na, wenn wir jetzt gleich nochmal rübergehen, gehe ich nochmal mit der Wärmebildkamera drüber. Ja. Ich könnte mir da ja was erkennen. Wir legen jetzt hier erstmal noch diesen Streifen hier ab. Genau. Die Kamera hat auch ein Wärmebild. Mit ihr können die Polizisten Temperaturunterschiede von 0,03 Grad messen. Ich kann super schlecht reinschauen. Ja, siehst du. Also wir können ja nicht durch die Pflanze durchschauen und da der 2,5 Meter hoch ist und wenn da jemand am Boden liegt, dann ist er halt verdeckt von dem Mais. Da haben wir auch mit der Wärmebildkamera leider keine Chance da reinzuschauen. Außerdem reflektiert der Mais die Wärme der Sonne. Dass man zwar immer so Schattierungen hat, die Wärme abstrahlen, aber dann ja, kommt das halt von dem Mais. Ja, jetzt auf 3 Uhr. Scheint ziemlich weit unter uns zu sein. Ja, sind wir jetzt fast genau drüber, ne? Genau, also da könnte was liegen. Mal versuchen tiefer zu gehen und gucken, ob sich bewegt. Ja, genau. Vielleicht ist es ja ein Tier. Es bewegt sich auch leicht, das kann ich erkennen. Vielleicht können wir es aufschrecken, wenn es vielleicht ein Tier ist. Geh mal weiter runter. Na, jetzt läuft's los. Alles jo, klar. Rennt gerade weg. Das scheint ein Reh zu sein. Ja, alles klar. Die Beamten geben nicht auf, sie suchen weiter. Können wir den vielleicht so ein bisschen runterdrücken? Ja, dann kommt mir eine Kostenrechnung, aber das ist mir egal jetzt. Okay. Falls du runterdrückst, drückt man auf ihn drauf. Dann geht das schon auseinander, dann kann man hier auch ein bisschen was sehen, aber das ist dann alles hinter uns. Ja. Weil dann ist nichts drückt. Ich kann dann sehr gut mit der Kamera reinschauen, wenn sich der Mais bewegt. Na gut, dann machen wir das doch mal so. Kimberly Miller hat noch eine zweite Wärmequelle entdeckt. Nein, auf 1 Uhr. Also links vor uns, ne? Ja, genau. Links, Jens, bei dir. Auf 1 Uhr. Ja. Bei dir rechts. Ja, jetzt hier auf 2 Uhr, quasi am Ende des Maisfeldes. Ich kann es jetzt auch nicht mehr sehen, es ist jetzt wieder vom Mais verdeckt. Ein bisschen nach vorne. Ein bisschen raus. Mehr Richtung Bahnstrecke, ja? Ja, genau. Ich würde sagen, es bewegt sich jetzt. Oh, es
Ja, hast du recht. Das habe ich auch gesehen im Wärmebild. Bewegt sich, oder? Ja. Ja. In welche Richtung? Nach rechts, ne? Also dann kommt es gleich raus, was oder? Ist ab 12 Uhr fast. Das ist vor uns. Na, und ziemlich am Rand des Maisfeldes. Gehen wir noch ein Stück vor. Lass uns noch mal ein bisschen weiter rüberstellen. Okay, da ist die Leitung, aber ist okay. Ja, die ist noch gut, ich. Ist noch gut. Das ist maximal 5 Meter ins Feld rein, ne? Na genau, maximal. Ja. Bewegt sich was? Ja, es ist das Reh. Ist das wieder ein Reh, ne? Genau, das gerade reingelaufen ist wahrscheinlich. Das ist deutlich zu erkennen. Ja, Moment mal. Na, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ja. Das ist kein Reh. Sieht ganz schön geduckt aus, warte mal. Das ist kein Reh. Aber auch, dass er es ist. Das ist eine Person. Na, ja. Person. Hallo, Christoph. Also jetzt mal Ruhe. Ja, bleib mal drauf. Marco, kannst du stehen bleiben? 9001, hallo. Mann, ey. Bitte auf den Streifenwagen zu. Ja. Die sollen sich bereit machen. Gerade zum Erstschiffer für ihn gestellt. Die sollen sich bereit machen, oder? Ja, Christoph kommt nach Uste und zwar 180. Ja, jetzt kommt er raus. Raus, ja. PKW, ja, ergibt sich. Zwei Retter und Christoph auf dem Weg. Irgendwas machbar? König 3630. Ja, hier 3630. Ich glaube, 3021 hat gestellt, ja. Ich glaube, leider nicht gefunden. Auf der Karte sehe ich. So. Na, sauber. Ja, Fall. Ja, natürlich. Ja. Das ist natürlich super, ne? Also dafür, dass es ja erst relativ sichtlos ausfällt und wir eigentlich davon schon fast gedacht haben, da sieht man halt auch, wie schnell man sich täuschen kann, dass wir schon fast dachten, das ist das Reh und dann war es letzten Endes doch die Person. Da muss man sich das genauer anschauen und ja, war ja jetzt ein Volltreffer. 1936. Vielen Dank, König. Über 1500 Einsätze fliegt die Hubschrauberstaffel im Jahr. Ihr Einsatzgebiet? Ganz Niedersachsen. Ja, bei diesem tollen Wetter. Ja, das genießt man natürlich jetzt im Rückflug. Wir können nicht so weit gucken, aber wir haben halt diesen speziellen Beruf, diese spezielle Berufsausbildung, muss ich ganz klar sagen, sowohl der Flugtechniker als auch der Pilot hat eine zusätzliche Ausbildung gemacht, die sehr viel Schweiß und Nerven gekostet hat und sehr viel Energie gekostet hat. Und das ist halt der Lohn dafür, dass man, sag ich mal, auf dem Rückflug dann vielleicht auch so ein bisschen die Gegend hier genießen kann. Und wenn wir dann für solche Einsätze, wo wir in Wunsterweg waren, dann auch ein Erfolgserlebnis hat, dann macht das am Wochenende halt doppelt Spaß. Der Flughafen Hannover-Langenhagen. Hier ist die Station der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen. Der Einsatzhubschrauber der Polizei ist in die Jahre gekommen und wird bald ausgemustert. Der Nachfolger steht schon bereit für 10 Millionen Euro. Sage mal, naja, gut. Es geht nicht anders, weil wir müssen vorne und hinten ansetzen. Ja. Dazwischen. Hinten geht nicht. Nein, es wurde immer gesagt, so hier zwischen den beiden. Ja, warum? Zwischen den Beinen. Ich weiß es nicht. Alles klar, ich sag da nichts weiter zu. Ich auch nicht. Der Neue ist noch in der Testphase. Marco Sobotta und sein Team dürfen ihn noch nicht im Einsatz fliegen. Dieses Wochenende wird Marco Sobotta seinen ersten Probeflug machen. Schöner Fall. Ja, ihr könnt euch normal hinsetzen. Eine tolle Fahrt. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Bei der Hubschrauberstaffel arbeiten 41 Polizeibeamte rund um die Uhr. Als Piloten, Flugtechniker und Kameraoperator. Ihr seht scheiße aus, wie ihr da drin sitzt. Die bringen viel Gewicht nach vorne. Ja, das ist wichtig. Ich lauf doch alles. Also die Maschine ist ein bisschen hecklastig für diesen Helilifter hier, aber das ist alles gut. Läuft super, wir kriegen die Maschine so raus. Wir sind ja genug. Not sind wir zu viert. Not macht erfinderisch. Ja. Wir sind nicht sehr viele. Man ist innerhalb der Polizei sehr ungewöhnlich. Wir sind eine sehr kleine Truppe und die Ausbildung ist
sehr, sehr anspruchsvoll. Ich habe die Ausbildung über den Flugtechniker zum Hubschrauberführer gemacht, also zwei zusätzliche Berufsausbildungen gemacht. Wir sind sehr wenige, die diesen Job haben, die diese Möglichkeit haben, eines dieser tollen Fluggeräte, dieser Hubschrauber hier zu fliegen. Und es macht dann schon ein bisschen stolz. Einsatz auf der Autobahn 2 in Richtung Osten. Drei Täter sind nach mehreren Einbrüchen auf der Flucht vor der Polizei. Die Streifenwagen am Boden haben große Mühe, dem rasenden Fahrzeug zu folgen. Doch die Kamera des Polizeihubschraubers hat das Auto fest im Blick. Was ich auch ganz interessant finde, ist einfach diese enorme Wärmeabstrahlung, einfach weil der die Reifen schon so heiß gefahren hatte. Da war eigentlich sofort klar, welchen Pkw wir eigentlich suchen. Er ist damit über 200 Sachen über die Autobahn gekachelt. Diesen Einsatz ist Kimberly Miller letzte Nacht geflogen. Schwierige Einsätze gehen die Beamten oft noch einmal zusammen durch. Genau, richtig. Da sieht man noch mal ganz schön, wie ein Streifenwagen versucht, ihn auszubremsen und der dann mit einem waghalsigen Manöver dran vorbeifährt. Und dann ja, kaum wieder aufs Gas tritt, auch schon wieder von dannen ist. Über eine Stunde dauerte die Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt schon. Wir sehen ja nicht, dass da einer liegt. Mhm, ja, genau. Das ist immer das Problem. Ja, wie sie die Arme hochhalten. Das Auto hat inzwischen die Grenze zu Sachsen-Anhalt überfahren. Doch der Hubschrauber dreht an der Ländergrenze nicht um. Das war vom Koordinativen her auch ein recht spannender Einsatz, weil Olli ist den ja geflogen, den Einsatz. Und er hat das Auto gar nicht gesehen. Also quasi ich musste ihm die ganze Zeit mitteilen, in welche Richtung wir fliegen müssen, rechts, links. Er hat bloß versucht, die Autobahn irgendwie halbwegs entlang zu fliegen. Und das hat echt super geklappt, das war eine richtig super Zusammenarbeit. Die Täter wissen in dem Moment schon, dass auch ein Hubschrauber ihnen folgt. Sie versuchen, ihn in einem Wohngebiet zu Fuß abzuschütteln. Ja. Habt ihr Kontakt jetzt auch zu Kollegen gehabt im anderen Bundesland? Das ist das Problem. Genau, also allmählich, ich weiß nicht, ob wir es da schon hatten, aber wir haben die dann versucht ranzuführen. Ne? Mhm. Oh, da ist jetzt schon viele Scheine dran. Genau. Da haben wir dann die Kräfte von allen Himmelsrichtungen rangelotst, weil die sind da in so einem Waldgebiet. Ne? Und da haben wir das dann mit dem Scheinwerfer ausgeleuchtet, damit auch die Kräfte am Boden dann endlich sehen konnten, wo sind sie überhaupt. Es war ja stockdunkel, die konnten ja gar nicht sehen. Es war ja aber einer versucht's noch, der ist noch ins Unterholz. Ja. Zwei Täter ergeben sich, einer flüchtet. Per Funk leitet Miller die Polizisten am Boden zu dem Mann. Sie sehen ihn im Dunkeln erst, als sie direkt vor ihm stehen. Am Ende werden alle drei gefasst. Wären wir in dem Fall nicht da gewesen, dadurch, dass wir halt schnell mitfliegen können, wäre wahrscheinlich der flüchtige Pkw uns aus den Augen verloren. Weil man konnte ja ganz klar sehen, dass die Streifenwagen nicht dranbleiben konnten. Und dadurch, dass wir halt von oben schauen konnten und die Geschwindigkeit hatten, konnten wir da halt locker mitziehen und die neuen Kräfte, die dann angerückt sind, halt ranführen, wo jetzt gerade der Streifenwagen ist und die Position durchgeben. Pilot Marco Sobotta ist seit 15 Jahren bei der Hubschrauberstaffel. Kollege Stefan Scharfschwert sogar schon 20 Jahre. Hinzu kommen immer wieder junge Kollegen, die die Chance nutzen, für einige Zeit bei den Fliegern zu arbeiten. Ich saue natürlich wieder rum. Jetzt ist der Hubschrauber sauber und ich bin komplett dreckig. Am Freitag ist Putztag. Da müssen alle ran. Das gehört bei uns dazu. Der hier bei uns Dienst versieht. Der reinigt dein Arbeitsgerät auch selbst. Wir sind ja auch nicht so stark vom Personal hier und haben auch nicht den Luxus, dass wir extra irgendwelche Angestellten haben, die uns den Hubschrauber reinigen. Die Maschine Typ SA-365 wird von den Beamten liebevoll die Dicke genannt. Sie ist Baujahr 1979 und geht nächstes Jahr in Rente. Freitagabend. Eine 12-Stunden-Schicht steht bevor. Die Hubschrauberstaffel ist 365 Tage im Jahr rund um die Uhr einsatzbereit.
Ja. Okay. Alles klar, wir kommen. Wir machen das, genau. Dann kommt einmal der Phoenix 96 zur Unterstützung. Kein Problem, tschüss. So, und zwar hat sich gerade Folgendes ereignet. Am Jägener Weg in Osnabrück wurde eine Person angeschossen. Der Täter ist flüchtig mit Schusswaffe, und zwar in Richtung dieses Gebietes hier. Genau, Ansprechpartner 1216, das ist der Dall, der ist da draußen und gefunkt wird auf Osnabrück 1, Toto 1. Die Piloten Marco Sobotta und Stefan Scharfschwert und Kameraoperator Timo Schulz brauchen gerade mal 5 Minuten, dann ist der Phoenix 96 startbereit. Wir haben gehört, wir dürfen noch Zeit. Okay, wenn das so Ansage ist, dann ja, dann einmal einer hier, wahrscheinlich der Bühne. Die Piloten fliegen im Dunkeln mit Nachtsichtgeräten. Phoenix 96 fliegt bis zu 260 Stundenkilometer schnell. Bis nach Osnabrück brauchen die fliegenden Polizisten von Hannover aus etwa 30 Minuten. Junges Auto für die eingesetzten Kräfte, Schusswaffengebrauch in Osnabrück. Ein Mann wurde angeschossen. Zwei mutmaßliche Täter sind auf der Flucht. Zeugen haben gesehen, dass die Männer in ein Waldstück gelaufen sind. Dort werden zwei verdächtige Personen gemeldet. Werden beschrieben, schwarzes Oberteil, helle Jeans, dunkle Hose und ein Rucksack dabei. Phoenix 96 sucht das Waldstück ab. Ein paar Lücken sind da, wo man durchgucken kann. Und führen einen Weg mit durch. Das ist die Wärmebildkamera bei solchen Einsätzen, wo ein dichtes Waldgebiet im Sommer dicht belaubt ins Spiel kommt. Die Wärmebildkamera kommt an ihre Grenzen, weil wir dort einfach nicht durchschauen können. 96 für 26. Phoenix 96. Das Gebiet, was ihr gerade absucht, wird ja gleich im Anschluss von uns von den Hunden noch durchsucht. Kannst du mir mal eben einmal eine Einschätzung geben, wie breit und wie lang ist das Waldstück von eurer Position aus gesehen? Also von Süden her würde ich sagen 50 bis 60 Meter breit und maximal 400 Meter lang Richtung Norden. Viele Blätter schirmen mögliche Wärmequellen am Boden vor der Kamera ab. Phoenix 96, wir fangen jetzt sofort an und gehen in den Wald hinein. Das ist verstanden. Sollen wir drüber bleiben? Ja, genau. Polizisten durchkämmen den Wald zu Fuß. Der Hubschrauber kann nichts mehr tun, außer den Kollegen leuchten. Wir fliegen dann zurück Richtung Hannover. Ja, mein Flug. Danke nochmal. Auch die Durchsuchung am Boden hat nichts ergeben. Die Täter bleiben in dieser Nacht verschwunden. Der nächste Morgen. Ein Großeinsatz steht an. Doch noch herrscht Nebel. Ein Problem, denn die Piloten fliegen auf Sicht. Unter 500 Fuß geht nichts, das sind etwa 150 Meter. Gut, Checkliste liegt drüben? Ja. Marco Sobotta hat jetzt Zeit, sich vor dem ersten Probeflug mit dem neuen Hubschrauber vertraut zu machen. So, wo fangen wir an? Fuselage, genau, right genau. Hand. Ich sehe, check, den machen wir genau. Und dort. Und hier sind die. Hier ist so ein kleiner Knopf. Der muss oben sein, ne? Ja, okay. Wenn da unten ist und du machst die Tür zu, dann hakt sie bis zu einem bestimmten Punkt, hakt sie ein und dann kriegst du sie nicht mehr auf. Okay. Das ist die einzige Möglichkeit, nur ihr Fenster aufzuschieben und reinzufassen. Battery Master Switch check off. Der ist aus, ja. Dann kommt die Sliding Door. Condition Function. Auch die funktioniert. Hier ist, wenn wir für Fotoaufträge offen fliegen, dann kann das hier oben arretieren. Ne? Ah, okay.
In den 10 Millionen ist auch die neueste Kamera- und Wärmebildtechnik enthalten. Außerdem verbraucht das neue Modell weniger Sprit. Jede Flugstunde kostet mit dem neuen Hubschrauber 200 Euro weniger als mit dem alten. Das ist eine EC-135 P2 Plus. Unser neuester Hubschrauber, den wir haben. Wir werden ihn jetzt so langsam in den Flugdienst integrieren. Müssen natürlich lernen, auch mit diesem Hubschrauber umzugehen, A, fliegerisch, B, auch im Rahmen der Tageskontrollen, dass wir wirklich uns die Zeit nehmen. Gerade bei dem schlechten Wetter einfach mal den Hubschrauber anschauen, die Zeit nutzen. Schon in 2 Monaten werden die Piloten die Maschine im Einsatz fliegen. Bis dahin müssen alle fit sein. Dann ist es soweit. Der Großeinsatz steht an. Pünktlich hat sich der Nebel verzogen. Eine Bombenräumung in Langenhagen und Hannover. 16.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, doch nicht alle halten sich daran. Ein Job für die Hubschrauberstaffel um Pilot Marco Sobotta und Operator Timo Schulz. Momentan schaue ich mir das Wohngebiet hier an, schaue auf die Gärten, die Freiflächen, schaue, ob auf den Dächern sich irgendwer befindet, ob irgendwer auf den Balkonen sich befindet, ob irgendwelche Leute auf den Straßen noch unterwegs sind, gegebenenfalls mit den Hunden spazieren gehen. Gelegentlich kommt es vor, dass Menschen denken, sie könnten sich vor uns verstecken und sich dann auf Dächern als Schaulustige positionieren oder durchaus noch auf irgendwelchen Wiesen unterwegs sind. Manche schaffen es auch durchaus, sich an Sperrposten vorbeizumogeln. Das gab es auch schon. Aufgabe des Hubschraubers, das ganze Sperrgebiet abfliegen und nach Personen suchen. An gleich 3 Punkten vermutet der Kampfmittelbeseitigungsdienst Munition. Die erste Bombe liegt direkt auf dem Geländer einer Tankstelle. Hier wollen die Bombenräumer gleich mit der Entschärfung beginnen. Phoenix 93 für 9003. Ich hätte einen Auftrag, den Sie bitte sofort abarbeiten. Wir haben die Bestätigung vom Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass Sie also den ersten Verdachtspunkt nicht öffnen, weil in dem Bereich Schulenburger Landstraße in den Feldern, das ist knapp südlich der A2, da sind den Sperrkräften 2 Leute stiften gegangen auf Fahrrädern. Ja, verstanden. Ja, ich habe noch nichts bis jetzt. Nee, ich habe auch noch nichts. Da fährt einer. Die Radfahrer fahren mitten durch das Sperrgebiet. Wir sind jetzt hier im Bereich Eisenbahnbrücke, die über den Kanal geht. Und genau in der Ecke hier halten sich jetzt die 2 Personen auf, die haben wir festgestellt. So, die halten jetzt ab, an und biegen ab hier an der Kreuzung. Hier eine Kreissparkasse? Da ist eine Sparkasse, ja. Ja, nochmal zur Information. Hier kommt dann irgendwann südlich des Kanals eine Kreissparkasse. Ich kann leider den Straßennamen hier auf der Kopie nicht lesen. Da sind jetzt beide reingegangen. Sie sind in die Kreissparkasse hineingegangen? Ja, ist richtig. Wir waren beide mit dem Fahrrad unterwegs. Die Räder stehen davor und sind jetzt gerade in die Kreissparkassenfiliale reingegangen. Radius 11 für 9003. Radius 31 und 32 sind auf dem Weg zu Ihnen. Für die Bombenräumer bedeutete der Zwischenfall fast eine Stunde Verzögerung. Eine Strafe gibt es dafür nicht. Dann bitte diesen Punkt, wie gesagt, Sicherheit ist wiederhergestellt, wir haben uns das skriptieren lassen. Nicht, ob die jetzt einfach aus Unwissenheit tun oder einfach aus Naivität oder einfach, weil sie jetzt der Ordnungsbehörde einen auswischen wollen, das wird, denke ich mal, eine gemischte Motivlage sein bei einigen. In Häuser hineingucken kann auch die Wärmebildkamera nicht. Ich würde hier echt gerne mal wissen, wie viele Leute hier wirklich noch in ihrer Wohnung hocken. Ja, stimmt. Aber ich denke, einige werden das sein. Warte mal, da fährt doch auch gar keiner mit dem Fahrrad. Wo? Ja, der Walsroda runter. Walsroda runter? Ja. Dieser Radfahrer fährt direkt auf die Tankstelle zu.
Ja, wir haben ja noch einen Radfahrer auf der Walsroder Straße, der statt einwärts fährt. Er hat ein helles Oberteil an. Ist jetzt, sag ich mal, noch gute 200 Meter von der Autobahnunterführung entfernt. Ja, in welche Richtung ist er unterwegs? Richtung Absperrung oder Richtung Zentrum? Ja, Richtung Zentrum, Richtung Süden. Der fährt ganz unbeirrt weiter auf der linken Seite auf dem Radweg und bewegt sich jetzt Richtung Autobahn. Dann muss ich versuchen, das zu klären, dass wir da Kräfte hinkriegen. Können Sie den Fahrradfahrer weiterhin beobachten? Unter der Autobahn jetzt. Wir sind dran, hat gerade die Autobahnunterführung passiert Richtung Süden. Ist also gleich neben der Haltestelle. Phoenix 93, der Lani mit 1220 kommt zu Ihnen. Ja, haben wir aufgenommen. Ja, auf geht's. Wer zuerst hat, ist der Sieger. Na, es geht gerade ein Kollege über die Straße und auf ihn zu. Der hat ihn, denke ich, erkannt in Höhe der Kasernenblocks. Ja? Ja. 1903, Herr Verständ. Ja, wird angehalten. Diesem Mann war offensichtlich gar nicht klar, in welche Gefahr er sich begeben hat. Keine 50 Meter weiter liegt die Bombe auf dem Tankstellengelände. Ja, was willst du mit solchen Leuten machen? Kannst du nur einmal schimpfen und dann ist gut. Ja, das war's. Mehr kannst du nicht machen. Und Nerven durch Kontrolle. Sonst entdeckt die Hubschrauberbesatzung niemanden mehr. Ja, Phoenix 93, dann besten Dank und vorerst entlassen. Und wir hoffen, dass wir keine Person mehr finden, die noch im Bereich ist. Das hoffen wir auch. Gut. An zwei Punkten hat sich die Vermutung bestätigt. Hier lagen tatsächlich Bomben. Die Sprengmeister konnten sie beide entschärfen. Zum Abschluss des Tages wartet auf Marco Sobotta noch seine besondere Herausforderung, der erste Flug mit dem neuen Helikopter. Jeder Pilot muss 20 Flugstunden auf der EC-135 machen, bevor er sie im Ernstfall fliegen darf. Ölstand ist okay? Ölstand war alles gut, Getriebe und Triebwerk. Ja. Schiebetür, Klappen sind alle dicht. Hand auf den Starter lassen, aber das weißt du ja selber. Ne? Und die Uhr läuft. Uhr läuft, hätte ich jetzt. Okay. TOT kommt, 20% in 1. Und runter damit. Catched. Und dann Overhead Panel Set. Fangen wir oben wieder an mit Inverter. Ja. Genau, Inverter, Avionik 2 und dann 1. Warum 2 und 1? Sag ich dir gleich. Standby Horizon? Ist auf. HNA ist drin. Okay, Drehzahl steigt an. Jawohl, auf 103%. Das sieht gut aus. Ja. Es ist eine ständige Herausforderung. Es hat nichts mit Routine zu tun. Aber es macht Spaß, die Herausforderung anzugehen. Und ich denke, wir sind alle motiviert. Man lernt immer dazu und das ist ganz wichtig. Es ist eine ständige Fortbildung, die wir machen. Und dann gehen wir raus. Okay. Los geht's. Pilot ist dazu, dann geht's auch mit. Okay, links ist frei. Wir gehen rüber zum Helipad. Twin von vorne rechts. Von rechts magst du das nicht so gerne, ne?